Ich kann es kaum erwarten, unsere neuen Gerichte zu sehen. Lass uns die Augen schließen und dann öffnen. Ha, dummes Mädchen, die ist reingefallen. Oh nein, bloß nicht das. Bloß kein Chili. Ich muss das noch schnell umtauschen. Bitte sag das niemanden. Lass uns endlich die Deckel öffnen. Okay. Wie schade. Du kriegst wohl eine Chili. Was hast du gesagt? Eine Chili? Das tut mir so leid, Betty. Was für eine Schande. Gut, dass ich Glück gehabt habe. Ich werde nämlich eine Schoko-Chili essen. Das ist voll unheimlich. Ich mag kein scharfes Zeug. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm. Moment mal. Das schmeckt ja viel besser, als ich gedacht habe. Oh, da ist sogar eine Schokofüllung drin. Da habe ich aber Glück gehabt. Das ist wirklich die beste Chili-Schote, die ich je gegessen habe. Die Schokolade zergeht nur so auf der Zunge. Hä? Hast du etwa die gute Chili bekommen? Und ich hab die echte Schote mit Schokoladenüberzug. Ich brenne! Ach du meine Güte, Andy, warte. Ich muss dein Feuer löschen. Vielen Dank, du hast mir wirklich geholfen. Das freut mich. Aber das ist noch nicht vorbei. Ich muss was Ernsthafteres benutzen. Hörst du dieses Geräusch? Was ist hier los? Oh, was für eine Erleichterung. Ja, diese kalte Dusche tut mir gerade richtig gut. Ich werde nie wieder Chilis essen. Nein, wir brauchen wirklich keinen Feuerlöscher mehr, nein. Na, ich muss das Feuer doch löschen. Der Feueralarm hat alles gelöscht. Du bist zu spät. Aber dafür brennst du nicht mehr. Kein Dank nötig. Jetzt will ich aber noch meine Chilischote aufessen. Meine Schoko-Chilischote. Ja, guten Appetit. Igitt. Es gibt neues Essen. Voll aufregend. Was ist es wohl? Oh wow, ein Handy. Das ist ja sogar besser, als ich erwartet habe. Und ich habe ein Schoko-Handy. Das muss ich mir genauer ansehen. Mal sehen, wo hier die Schokolade ist. Okay, ich kann gerne anfangen. Aber wie soll ich das machen? Aha, ich werde das Handy einfach in zwei falten. Und schon kann ich was abbeißen. Boah, ist das lecker. Ich liebe diese Schokolade, die ist so richtig schön süß. Genauso mag ich es. Also ist ja mein Handy gar nicht aus Schokolade. Ich will es gar nicht erst überprüfen. Das könnte böse enden. Wow, Betty, schau mal. Das sind ja Schokoriegel. Ich kann die mir so einfach besorgen. Das ist ja eine richtig gute Nachricht. Ich will gleich noch mehr. No. Kannst du mir auch was geben? Auf keinen Fall, das ist auch mein Handy. Oh, von dir habe ich echt nichts Besseres erwartet. Boah, so viele coole Dinge. Betty, schau mal, ich habe hier was für dich gefunden. Oh, wirklich? Dankeschön. Das ist hier eine Kakerlake. Was für ein Albtraum. Hilf mir. Hey, wieso hast du sie hochgeworfen? Die fällt doch direkt in meinen Mund. Nein, ich habe eine Kakerlake im Mund. Hilfe. Ist doch nicht meine Schuld. Das Ding ist auf meinem Kopf. Oh mein Gott. Jetzt reiß dich zusammen, Betty. Ich komme wohl zu spät mit meinem Rat. Wir wünschen uns gegenseitig viel Glück. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Das ist ja ein Goldbarren. Ich habe auch einen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was davon Schokolade ist. Wie auch immer, ich bin auch so richtig glücklich. Mal sehen, beiß mir mal ab. Okay, mein Goldbarren ist auch Schokolade. Das heißt, dass ich pures Gold habe. Wieso hast du das jetzt erst gesagt? Mir sind die Zähne ausgefallen. Aua. Andy, was ist denn mit dir los? Hallöchen, sprich mit mir. Ich habe keine Zähne mehr. Oh, armes Ding, du tust mir wirklich leid. Ah, ich habe eine Idee.
Wir besorgen dir gleich neue Zähne. Die werden besser sein als die alten. Steh auf. Was hast du denn vor, Betty? Du machst mir Angst. Bitte sag mir, dass das ein Traum ist. Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Angst haben würde. Das ist zum Besten. Solange er schläft, werde ich das schon schaffen. Was hab ich denn im Mund? Unglaublich! Du hast es geschafft, Betty! Ich hab bloß Gold benutzt. Ha, was für ein helles Licht. Tut mir leid, ich werde nicht mehr so breit lächeln. Ich bin mir sicher, diesmal erwartet uns was Gutes, oder? Ein Kaktus? Das ist nicht das, was ich meinte. Ich hoffe, meiner ist auch Schokolade. Ich will mal anfangen. Ah, der piekst ja total. Er hat mich gestochen. Das hat doch auch seine guten Seiten. Das heißt, mein Kaktus ist aus Schokolade. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich ihn abbeißen soll. Ich könnte mit den Stacheln anfangen. Die lassen sich ganz einfach rausziehen und die sind sogar essbar. Voll cool. Die werde ich natürlich sofort aufessen. Als Vorspeise sozusagen. Diese Challenge bringt mich dazu, neue Facetten an mir zu entdecken. Ich will auch gerne so einen Stachel. Tut mir leid, ich habe alle aufgegessen. Und jetzt kommt der gute Zeitpunkt, meinen Schokokaktus zu probieren. Mann, der schmeckt richtig lecker. Großartig. Schau mal, die Schokolade zergeht nur so auf der Zunge. Das ist der beste Kaktus, den ich je probiert habe. Ich bin fertig. Hättest mir auch was übrig lassen können. Schau mal, du hast voll den coolen Schnurrbart. Ah, das ist Schokolade. Und das ist genauso lustig wie die Tatsache, dass du jetzt den echten Kaktus essen wirst. Einen Moment mal. Ich muss hier jemanden einladen. Sag, könntest du mir mal kurz helfen? Dringend. Und meine Haare? Komm mal her. Schau dir das an. Kannst du bitte meinen Kaktus schneiden? Das ist keine leichte Aufgabe. Ich muss mir Gedanken über den Stil machen, aber ich kann's probieren. Hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Oh, gar nicht schlecht. Aber können wir die ganz entfernen? Du forderst mich heraus. Was sagst du dazu? Schon besser, aber noch nicht perfekt. So also? Ich halte das nicht aus. Das hier wird dich umhauen, oder? Mal sehen, mal sehen. Oh ja, so ist cool. Hier, bitte sehr. Du bist ein echtes Genie. Dankeschön. Aber doch nicht so sehr. Wie auch immer. Die Stacheln sind weg. Was soll ich jetzt machen? Aha, ich habe eine Idee. Ich nehme mir einfach den Kaktus und presse Saft daraus. Das war gar nicht so einfach, aber ich habe es geschafft. Jetzt nehme ich mir einen Strohhalm und probiere dieses Getränk. Gar nicht so schlecht, wobei ich habe voreilige Schlüsse gezogen. Das ist voll ekelhaft. Ha, dein Plan ist echt gescheitert. Ja, Andy, da hast du recht. Oh nein, ich verwandle mich in einen Kaktus. Jetzt muss ich schnell handeln. Das lasse ich hier und ich verstecke mich dann. Mal sehen, was er sagt. Wo bist du, Betty? Oh nein, die hat sich ja wirklich in einen Kaktus verwandelt. Wie konnte das bloß möglich sein? Nein, Betty. Meine gute Freundin. Jetzt ist Zeit, dass ich wieder rauskomme. Ach, sei nicht so. Betty? Betty! Oh Mann! High five! Gute Arbeit! Das ist ja ein Puppet! Ich wollte mich gerade ein bisschen entspannen. Die Menge wird mir für mein ganzes Leben reichen. Oh mein Gott! Hey, ich will Erster sein. Here we go. Hä? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ah, lecker. Das ist Fruchtgummi. Ich habe noch nie was Besseres gegessen. Wow.
Wasser. Cool. Mm. Und jetzt bin ich dran. Nicht wirklich das, was ich erwartet habe. Aha. Probieren wir mal. Ich liebe Fruchtgummi. Ich habe noch ein paar Schichten. Oh. Diese Challenge gefällt mir. Ich krieg Angst, die könnte auch uns auffressen. Mm. Keine Sorge, ihr seid nicht so süß. Okay. Na, endlich bin ich an der Reihe. Riecht seltsam. Aua. Lacht ihr nur, das wird mir nicht die Laune verderben. Wow. Wow. Oh, wie cool. Wow. Ich könnte unendlich lang damit spielen. Aha. Ah. Wow. Das Ding hat Susie total entspannt. Hey, schläfst du? Okay. Okay. Viel zu wenig Pommes. Meine Portion gefällt mir gut. Schaut euch mal meinen Pommesturm an. Yes! What a... Oh nein, in diesem Raum befindet sich eine Bombe. Alright. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Schnell alles aufessen. Monika, gib mir Wasser. Yes. Susie, worauf wartest du? Mach schneller. Du schaffst das. Hey, come on. Ich kann nicht mehr. Oh, Leute, no. Sorry. No. Ich hab euch lieb. Hm. Hä? Das war nur ein Scherz? Mann, oh Mann. Andy, das war doch bloß Cola. Das war gar nicht witzig. Gott sei Dank habe ich nur eine kleine Portion. Oh no! Das darf doch nicht euer Ernst sein, oder? Ich hasse Brokkoli. Uh-oh! Vor allem so viel. Yes! Ich glaube, man kann Brokkoli aufpeppen. Mit Schokolade lässt sich alles retten. Na, sieht doch schon viel schöner aus. Guten Appetit. Wobei, ich muss sagen, der Brokkoli war hier fehl am Platz. Okay, jetzt aber guten Appetit. Oh mein Gott! What? Wow! Oh no! Bin ich jetzt dran? Ich weiß, was zu tun ist. Wir brauchen nur ein bisschen Magie. Mein Zauberstab wird uns helfen. Tada! Ich bin fertig. Du hast alles ruiniert. No. Jetzt
muss ich diesen blöden Brokkoli essen. Ich schaff das mit links. Schaut her. What? What? Oh nein, Susie hat sich in Hulk verwandelt. Awesome. Oh, ein ganzer Haufen Gummibärchen-Lego. Ich habe nur ein Stück. Hey. Okay. Ich werde es als Erste probieren. What? Leute, mir geht's gut. Ich will nicht den gleichen Fehler begehen. What? Wow! Yes! Oh no! What? Wie sollen wir sie wieder zurückverwandeln? Oh, really? Ich habe eine Idee. No! Andy, du hast alles ruiniert. Yeah. Lasst uns was bauen. Oh. Jetzt müsste alles sicher sein. Was ist passiert? Also wirklich sicher war das nicht. Wendy, warte. Ich will anfangen. Maiskörner? Oh no! What? Ah, wie witzig. Ich hab nicht vor, mir die Zähne zu brechen. What? Hast du jetzt davon? Vielleicht ist es einen Versuch wert. Oh, hattest dich besser nicht getan. Jetzt bin ich dran. Oh, Schokomais. Das war die Erwartung wert. Ich will sofort und gleich alles. Und nicht körnchenweise. Das ist nicht fair. Na warte, ich werde Gerechtigkeit wiederherstellen. In nur wenigen Sekunden. Pass mal auf. Ja! Mary, was hast du angerichtet? Ich hab uns Popcorn gemacht. Oh, das war ja voll cool. Ich wusste, was ich tue. Ich dachte schon, dass wir ganz ohne Essen bleiben. Oh, Schoko-Chili, wie toll. Heißt das etwa, ich krieg eine richtige Chili? Mary, reiß dich zusammen. Ich weiß, was dir helfen kann. Dieses Eis wirst du gebrauchen, wenn du deine Schote probieren wirst. Ich habe aber trotzdem Angst. Oh nein, ich brauche Eis. Go. Oh, das hat tatsächlich geholfen. Vielen Dank. Freut mich. Aber deine Schminke ist ein bisschen verwischt. Naja, das Wichtigste, dass ich jetzt meine Schokolade probiere. Ich kann gar nicht zusehen.
Oh, das war lecker. Vielleicht gefällt dir auch meine Chili. Wendy, das hättest du ja ganz vergessen. Genau, vielen Dank. Wie konnte ich dich nur übersehen? Ah, das brennt. Hier hast du Wasser. Gut, dass wir welches dabei hatten. Eine Schoko-Uhr? Sowas hast du noch nie gesehen. Ja, die sieht cool aus. Aber meine schmeckt gar nicht. Ja, weil sie aus Plastik ist. Ich hingegen habe Schokolade. Geizhals. Wenn es um was Süßes geht, ist Freundschaft schnell vergessen. Schau mal, so viel Schokolade. Das macht mich ganz verrückt. Menno, ich will aber auch was. Wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte. Es hat geklappt. Kann ja nicht wahr sein. Oh, man. Danke, Mary. Gib mir bitte ein Stück. Ich hab doch gesagt nein. Mein Herz wird gleich stehen bleiben. Und mir platzt gleich der Magen. Ich bin so voll. Gib mir deine Uhr. Voll gar nicht. Gib das her. Wendy, was hast du angerichtet? Oh, wir sind alt geworden. Hurra, wir konnten alles wieder zurückspulen. Dieser Kaktus gefällt mir so gar nicht. Meiner ist ganz okay. Ich habe mal wieder Pech gehabt. Ich versuche das wieder gut zu machen. Zeit, ein bisschen die Spitzen zu kürzen. Gute Idee. Und jetzt probieren wir mal. Oh, wie bitter. Ups, der Schnitt hat wohl nicht geholfen. Ich muss dringend was trinken. Sorry, ich habe keine Zeit, nach Wasser zu suchen. Ich habe was Besseres zu tun. Eine Gießkanne. Da muss sicher Wasser drin sein. Aber das habe ich gebraucht, um meinen Kaktus großzuziehen. Okay, ich nehme mir eine größere Gießkanne. Sie ist weg. Schon wieder du. Okay. Na gut, ich habe noch eine dritte Variante. Passt mir gut. Oh nein, die gebe ich dir sicher nicht. Wow, was passiert hier? Ich hab's geschafft, einen Schokokaktus großzuziehen. Der ist voll lecker. Gib mir doch wenigstens ein Stückchen. Okay, bitte sehr. Well, thank you very much. Ein riesiger, saftiger Burger. Ist das nicht ein Traum? Mein Schokoburger finde ich viel cooler. Hallo. Jetzt lass uns nicht streiten, sondern besser unsere Portionen probieren. So viel Belag. Gefällt mir total. Hey, lass mir doch was übrig. Oh, no. Wieso musst du mich ständig ablenken? Sorry, mache ich nie wieder.
Hoffentlich kommst auch du mir nicht dazwischen. Ich bereite was ganz Besonderes vor. Einen süßen Burger. Ein Meisterwerk. Ich muss ihn probieren. Ups, Mary, dein Hut ist weggeflogen. Ich sehe ihn nicht. Mein Burger ist auch verschwunden. Wendy, du steckst schon wieder dahinter. Diesmal fange aber ich an. Ein Frosch. Aber Gott sei Dank ist der nicht echt. Der ist aus Schokolade. Das heißt also, dass ich einen echten Frosch unterm Deckel habe? Oh, ist der eklig? Tut mir leid, aber den wirst du lecken müssen. Er sitzt auf mir. Hilfe! Das ist nichts für schwache Nerven. Oh, das ist ein Prinz. Du hast den Zauber gebrochen. Von nun an werden wir zusammen sein. Wendy, was willst du mit diesem ekligen Typen anfangen? Ich weiß, was dir helfen kann. Ich brauche eine fette Fliege. Futter? Ich muss es fangen. Es hat funktioniert. Was für ein riesiges Ei. Sieht nicht schlecht aus. Muss auch Schokolade sein. Mal schauen, was drin ist. Ein kleiner süßer Drachen. Ist ja voll sympathisch. Aber die Schokolade gefällt mir viel mehr. Oh, sorry, das gehört mir. Okay. Macht nichts, ich gönn mir was Besonderes. Ist das etwa ein rohes Ei? Wie konnte mir das nur passieren? Mein Drachen und ich, wir könnten dir helfen. Danke, das war voll nett von euch. Ich muss das dringend probieren. Lecker. Dann lasst uns nicht lange warten. Ran ans Zeug. Emma und Kate können es kaum erwarten. Erdbeeren und Chili? Kate, da hast du wohl Pech gehabt. Emma probiert mit Vergnügen ihre Schoko-Erdbeeren. Und ist entzückt. Komm, Kate, du brauchst nicht neidisch zu sein. Ich stell mir einfach vor, das wären Erdbeeren. Nur halt etwas schärfer. Ich hab keine Angst. Na los, Chili, tauch ab. Ach komm schon, mit Schokolade schmeckt doch eh alles besser. Wobei... Das brennt ja unglaublich. Oh Mann, ich verstehe ja alles, aber ein bisschen anständiger könnte man sich schon benehmen. Du hast ein bisschen zu viel Schokolade im Gesicht. Kannst du mir was abgeben? Na komm schon, sei nicht böse. Diesmal hat Emma Pech gehabt. Zitronen. Kate kriegt Oreos. Wow. Yes.
Oh, die müssen sicher gut mit Schokolade schmecken. Emma muss fast heulen. Sie findet Zitronen viel zu sauer. Aber da kann man wohl nichts machen. Augen zu und durch. Aber so einfach wird das Emma nicht machen. Wow! Schaut mal! Wahre Magie! Ist das nicht schön? Zauberhaft? Ja! Kate taucht ihre Kekse in den Springbrunnen. Noch wissen wir nicht, ob das genauso lecker sein wird, wie es aussieht. Lasst es uns erfahren. Und schon ist der erste Keks geschafft. Scheint gut zu schmecken. Aber beim zweiten wird klar, dass das eindeutig zu sauer ist. Donuts und Brokkoli. Schön kontrastreich, dass es euch auch nicht langweilig wird. Und Emma ist schon wieder am Leiden. Kate hat gar keine Zeit für Mitleid, denn sie freut sich viel zu sehr über ihren Teller. Aber die listige Emma weiß bereits, dass sie sich einen Spaß erlauben wird. Brokkoli? Sieht so lala aus, aber vielleicht schmeckt es ja. Oh, schmeckt wunderbar. Klasse. Das hätte ich nie gedacht, aber es ist so. Willst du was probieren? Schmeckt so ungewöhnlich. Wollen wir tauschen? Super, du wirst es nicht bereuen. Ja, kipp einfach so viel wie möglich Schokolade drüber und du wirst es schon sehen. Ha, reingefallen. Mann, bist du naiv. Du hast mir tatsächlich geglaubt. Mann, du hättest dein Gesicht sehen sollen. Gut, dass ich noch ein paar Donuts hab. Hier ist wohl ziemlich offensichtlich, dass das lecker ist, nicht wahr? Und die kriegst du sicher nicht zurück, vergiss es. Wow! Yes! Hoppla! Oh! Gummibärchen und gekochte Eier. Ich glaube, euch ist klar, welche die Glückliche ist. Aber vielleicht hat Emma schon wieder einen Weg, die Situation in Ordnung zu bringen. Oh, Augen. Die sehen ganz schön gruselig aus. Müssen aber sicher gut schmecken. Kate kriegt endlich mal was Leckeres. Was ihr Emma nicht wegnehmen wird. Lass es dir schmecken. Warum ist Emma so traurig? Eier? Tja. Mal sehen, wie die essen wird. Dann auch noch in Schokolade. Igittigitt. Ihrem Gesicht nach muss das fürchterlich schmecken. Bäh. Oh, wow. Aber sie hat alles aufgegessen, ohne zu kotzen. Vielleicht war sie einfach nur sehr hungrig. Wow! Wow, in dieser Runde gibt's Pommes frites. Und einen mega coolen Lutscher. Pommes sind zwar was Schönes, aber Schokolade ist hier eindeutig fehl am Platz. Und wie steht's mit dem Lutscher? Sieht gut aus. Aber beißen lässt der sich nicht wirklich. Pass auf deine Zähne auf, Emma. Ups, zu spät. Das ging direkt an Kates Stirn. Hey, musste das sein? Ups. Oh, Kate. Ich mag deine Augenbrauen. Die sehen lustig aus. Okay, jetzt also die Pommes, ne? Ich hab wirklich keinen Bock drauf, aber okay, ich hab wohl keine Wahl. Oh,
das schmeckt gut. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Super. Also ich will gleich mehr davon. Yeah. Wenn schon genießen, dann so richtig. Hey, kann ich noch einen Teller haben? Oh, wo kommt der Geruch her? Ah, das ist der Käse auf Kates Teller. Oh Gott. Oh. Die ist wirklich nicht zu beneiden. Und Emma kriegt Marshmallows. Super. Und sie hat sich schon was überlegt. Stell dir vor, wie viel Schokolade sie jetzt schaffen kann. Das ist sogar besser als Kakao mit Marshmallows. Ein schokoladiges Märchen. Und solange Emma es sich gut gehen lässt, macht sich Kate auch ans Zeug. Aha. Klar, der Käse riecht ganz schön mies. Aber auch dagegen lässt sich was tun. Tada! Ha? So hat man Marshmallows sicher noch nie benutzt. Jetzt macht ihr dieser Stinkekäse keine Angst mehr. Wir kippen einfach möglichst viel Schokolade drüber. Und das wird schon irgendwie gehen. Die Konsistenz ist zwar seltsam, aber naja. Wenn da nicht nur diese Emma wäre. Oh nein, schon wieder musste das Kate passieren. Aha. Die Spannung steigt. Yes! Oh wow. Ein mega langes Kaugummi und ein Hotdog. Da ist ziemlich klar, wer sich in dieser Runde freuen wird. Ich meine, ein Kaugummi ist an sich schon ein Gewinn. Aber mit Schokolade muss das doch sicher noch besser schmecken. Und wenn man eine Blase macht, wird die dann schokoladig sein? Arme Emma, die stirbt ja gleich vor Neid. Und die Blase ist tatsächlich schokoladig geworden. Wow! Sieht cool aus. So riesig. Yeah! Wow! Kate, überleg es dir gut, ob du das beißen möchtest. Bam! Eine Schokoladenexplosion. Aber das macht solchen Spaß, dass das Kate sogar wiederholen würde. Selbst Emma fand das lustig. Sagen wir es mal so, ich habe sicher nicht davon geträumt. Ketchup wäre vielleicht angemessener gewesen, aber okay, was soll man da machen? Mir bereits vorstellen, wie eklig das sein wird. Oh nee, das ist sicher nicht mein Ding. Und schon wieder stehen die zwei sich gegenüber. Yes. Der einen geht's gut, der anderen nicht wirklich. Sushi. Fisch und Schokolade waren noch nie eine gute Kombination. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Kate auch nicht. Aber sie macht ehrlich mit und probiert ihre Sushi mit Schokolade. Sieht schlimm aus.
Und schmecken tut es auch nicht viel besser. Emma erwartet von ihren Nachos eindeutig mehr. Noch ist alles okay. Aber was wird wohl kommen? Oh, Emma scheint die Kombination zu gefallen. So sehr sogar, dass sie jetzt voller Schokolade ist. Die Chips sind alle. Aber Emma gibt nicht auf. Und diese Größe gefällt ihr eindeutig mehr. Oh, wow. Ab in den Springbrunnen. Aber Emma, das dauerte zu lange. Kate hat es am Ende nicht ausgehalten. Und ein echter Kampf beginnt. Emma, man muss stets auf der Hut sein, wenn man was Leckeres in der Hand hat. Wer wird schneller sein? Denn Schnelligkeit ist hier entscheidend. Und schon ist auch diese riesige Chips alle. Yes! Schaut euch mal Kate an. No. Sie ist glücklich. Emma nicht wirklich. Klar, Kate hat so nette Löffel bekommen. Wow. Mit denen lässt sich Schokolade ganz einfach schöpfen. Und Emma kriegt am Ende noch was Ekliges. Meeresfrüchte. Mm. Diese Oktopusse sehen vielleicht cool aus, aber dass sie mit Schokolade schmecken, bezweifle ich. Aber eines müssen wir zugeben. Emma ist mutig genug, um das zu probieren. Auch wenn sie versucht, ihren Ekel zu vertuschen, ist uns klar, wie fürchterlich das wohl schmecken muss. Was für süße Löffelchen. Entzückend. Hoppla. Da freue ich mich schon. Emma, das ist total praktisch. Zu schade, dass du nichts davon probieren wirst. Ich will einen vollen Löffel haben. Wusstest du, dass die Löffel an sich auch essbar sind? Einfach fabelhaft. Hm, seltsam, was war das denn? Wie kam das in meinen Mund? Ihhh. Schon wieder du. Oh. Jetzt lass das doch endlich. Wann gibst du endlich Ruhe? Oh nein, das kannst du gerne selber essen. Ich wünsche mir jetzt was Leckeres zu essen. Und zwar diese Nudeln hier. Ach, das ist mein Lieblingsgericht, das schaffe ich. Nudeln, ach, finde ich doch alles. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man Spaghetti kochen soll. Erstmal müssen wir die Spaghetti kochen. Okay, ich mache einfach alles, was die Oma macht. Das Seil werde ich wohl nicht gebrauchen. Und jetzt muss ich das irgendwie alles ins Wasser packen. Boah, Mann, wieso ist das so schwer? Schau mal, was die Oma macht. Schau, wir legen die Spaghetti ins Wasser und wenn die weich werden, rutschen die selber ins Wasser rein. Perfekt. Soll das euer Ernst sein? Ihr habt doch gar keine Ahnung, wie man Nudeln kocht. Ich mache das ganz anders. Ich werde nämlich meine Nudeln selber machen. Ich brauche etwas Mehl, zwei Eier, Olivenöl, etwas Salz. Alles schön zusammenmischen. Oh, das ist so entspannend. Wie auch immer, mein Teig ist fertig. Jetzt ausrollen. Oh, das dauert zwar ein bisschen, aber die Mühe wird sich auszahlen. Jetzt muss ich den Teig in Streifen schneiden. Und den werde ich jetzt kochen. Jetzt geht's an die Meeresfrüchte. Ich bin mir sicher, ein paar Garnelen werden Jess gefallen. Die brate ich natürlich in frischer Butter. Bellissimo! Was ist das denn?
Das sind die besten Nudeln aller Zeiten. Schön viel Käse drüber reiben. Oh, meine Nudeln kleben am Kochtopf. Was soll das denn? Ja, wie auch immer, wird eh nicht klappen. Ah, ich hab eine Idee. Ich benutze einfach die Kaugummis hier. Mit ein bisschen Schokosoße und ein paar Gummibärchen. Das wird schon. Ganz schön originell, mein Kleiner. Was haben wir denn da? Ui, das sieht ja schön aus. Probieren wir mal. Gar nicht schlecht. Aber nur, wenn man sehr hungrig ist. Ich probiere noch was anderes. Oh, so viel Käse. Gefällt mir gut. Aber die kleben irgendwie total. Wobei, das hat sogar etwas. Was sind das denn für Nudeln? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ah, das ist ja Kaugummi mit Schokosoße und Gummibärchen. Das ist der Gewinner, eindeutig. Yeah, ich hab's geschafft. Ich glaube, die Challenge gefällt mir. Diesmal möchte ich gerne einen Hotdog haben. Ein Hotdog? Ach, sowas schaffe ich doch ganz einfach. Hä? Was macht ihr da? Muss man die Würstchen etwa braten? Aber natürlich, mein Kleiner. Man kann doch keine rohen Würstchen essen. Okay, ich werde wohl nach diesen Regeln spielen müssen. Wer braucht schon dieses Ding da? Einfach so viel wie möglich Öl. Und jetzt erhitzen. Oh, das kann nicht gut enden. Okay, das Öl ist heiß. Nein, tu es nicht. Wieso denn nicht? Das tut voll weh. Das spritzt total. Hilfe, 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 Hilfe. Weg damit. Okay, okay, jetzt spritzt nichts mehr. Das war ja ganz schön gefährlich. Hey, Oma. Beim nächsten Mal fragst du mich nach Rat. Ach, das Würstchen riecht ja gut. Und jetzt schön ins Brötchen. Mit ein bisschen Senf. Und fertig sind wir. Sieht schön aus. Ted, was ist denn hier los? Okay, ich werde mein Würstchen eben mit dem Gasbrenner hier anbraten. Oh, schön knusprig. Ach, schon wieder diese Möchtegerne. Ich zeig euch mal, wie das geht. Merkt euch das. Eier, Milch, schön aufschäumen. Da kommt jetzt etwas Mehl rein. Wir machen den Teig fürs Brötchen, das ist doch klar, oder? Jetzt nehme ich mir Würstchen und Käse. Die spieße ich auf. In diesen kleinen Kochtopf kommt jetzt Öl. Darin werde ich das Würstchen mit dem Käse im Teig frittieren. Ach ja, ein paar Chips nicht vergessen. Das wird die Sache schön knusprig machen. Und jetzt abwarten, bis der Hotdog schön braun ist. Erledigt. Ah ja, und noch ein bisschen Ketchup und Senf dazugeben. Oh, das sieht ja schön aus. Gib mir mal den Ketchup und den Senf. Ah, je mehr Soße, desto besser. Ich glaube, ich werde gewinnen. Mal sehen. Diesen Hotdog will ich nicht mal anfassen. Der sieht aber lecker aus. So ein ganz normaler Hotdog, würde ich sagen. Wenn auch zu viel Brot und zu wenig Wurst. Oh Mann, was ist das denn? Du meine Güte, das ist echt das Beste, was ich je gekostet habe. Herzlichen Glückwunsch, das ist die Gewinnerin. Haha, ich habe gewonnen in dieser Runde. Was sollen wir mit dem ganzen Gemüse und dem ganzen Obst machen? Ganz einfach. Ich will nämlich einen Cocktail haben. Ich bin mir sicher, ich werde mal wieder gewinnen. Na, das werden wir ja noch sehen. Ich habe schon mal gewonnen. Ich kann es noch ein zweites Mal machen. Ich muss nur genug Süßigkeiten zusammenmischen. Schokolade, Gummibärchen, etwas Cola, etwas Fanta und Sprite natürlich.
Das wird die echt ultimative süße Bombe. Wo ist der Knopf? Es wird Zeit, das alles schön durchzumischen. Los geht's. Ich bin mir nicht sicher, dass so viel Süßkram lecker schmecken kann. Ich mache etwas Gesundes. Eine duftende Zwiebel mit etwas Brokkoli und eine knusprige Gurke. Mit etwas Tomaten und Sellerie. Vorsichtig reinstampfen in den Mixer. Und noch etwas Grünzeug. Nur ein Schluck von diesem Cocktail wird Jess sofort mit Energie bereichern. Ach, ist das ekelhaft. No. Ich will mir den Geschmack gar nicht vorstellen. Ich habe da eine viel bessere Idee. Ich nehme mir eine Wassermelone, schneide den oberen Teil ab und das Fruchtfleisch mixe ich schön durch. Da kommt jetzt noch eine Ananas in Würfel geschnitten rein, eine Drachenfrucht und etwas Kiwi. Oh, das sieht ja aus wie Eiscreme, nicht wahr? Ah, jetzt brauche ich noch etwas Kokosmilch. Wunderbar. Ich stecke noch die Strohhalme rein und jetzt können wir das probieren. Gefällt euch das? Bei uns ist alles fertig. Na, gib mir mal die Cocktails. Oh, die sind ja alle so unterschiedlich. Aber irgendwie auch ähnlich. Was ist das denn? Das ist so süß, das kann ich nicht trinken. Und dieser Schlamm hier macht mir wirklich keinen Mut. Oh nee, das kann ich überhaupt nicht trinken. Nein, 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 niemals. Dieser letzte Cocktail sieht aber viel besser aus. Da ist sogar mein Name reingeschnitzt. Ist ja schön. Und der Geschmack hat mich gar nicht enttäuscht. Genial, der Autor dieses Getränks hat gewonnen. Das bin schon wieder ich. Schön. Sollen wir etwa eine Torte machen? Auch wenn du nicht besonders clever bist, hast du es diesmal erraten. Ja, ich möchte mir einen Kuchen. Ach, eine Torte, das ist doch ein Kinderspiel. Ich verwende ein altes Rezept, das ich noch von meiner Oma kenne. Zuerst muss ich die Creme zubereiten. Dafür schlage ich die Eier auf. Lass aber nur das Eiweiß übrig. Jetzt machen wir daraus einen schönen, leckeren Eischaum. Das ist die Basis für meine Creme. So schön luftig und schneeweiß. Was könnte besser sein? Wir verteilen noch etwas an den Seiten. Und obendrauf kommen natürlich ein paar Streusel. Ach ja, und die Erdbeeren nicht vergessen. Frisch aus dem Garten. Oh wow, Oma, das sieht echt gut aus. Das ist nicht für dich, Ted. Ah, wie auch immer. Ich bin mit meiner Torte auch fast fertig geworden. Eben Gummibärchen und Schokosirup. Mehr brauchen wir auch nicht. Wobei, noch etwas Erdbeersirup könnte den Geschmack noch ein bisschen aufpeppen. Und ein paar Alm und Ems oben drüber nicht vergessen. Gut gemacht, mein Kleiner. Und was macht die denn da? Tja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Euch wird das Lachen noch vergehen, wenn ihr mein Dessert seht. Zuerst mal muss ich Karamell kochen. Da gibt's einen kleinen Konditortrick. Ich fülle einen Ballon mit Wasser und darüber gieße ich die Karamellfüllung. Jetzt schneide ich den Ballon auf und werfe ihn weg. Und die Form kann ich jetzt mit dem Kuchen füllen. Zwischen den Kuchenschichten kommt noch frische Schlagsahne. Ich bin mir sicher, das wird unglaublich lecker und einfach unwiderstehlich. Ach ja, die Soße nicht vergessen und ein paar leckere Streusel. Und natürlich noch ein paar Früchte. Das war's auch schon. Oh, das sieht ja wirklich reizend aus. Aber mal sehen, was die kleine Jess sagt. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Genau davon habe ich von Anfang an geträumt. Ich probiere mal zuerst diese kleine Torte. Oh Mann, ist das lecker. Mal sehen, ob die große Torte da noch leckerer sein kann. Keine Ahnung, mal sehen.
Ah, ich weiß, es ist die Torte, die meine Oma mir immer zum Geburtstag macht. Oh, die ist ja noch besser. Okay, jetzt probiere ich wohl die Torte von Ted. Hui, diese Bonbons als Topping gefallen mir gut. Das schmeckt auch gut. Ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Ich glaube, der Kuchen meiner Oma ist der beste. Oh, ich wusste es doch. Das ist mein kleines Enkelkind. Herzlichen Glückwunsch. Also, als erstes möchte ich, dass ihr mir eine Torte macht. Genau so eine wie auf dem Bild. Alles klar, machen wir. Eine Torte? Darin bin ich gut. Was? Eine Torte? Mache ich natürlich, Enkelin. Also, ich brauche eine Schüssel, ein bisschen Mehl, ein paar Eier. Und etwas Milch. Gleich mache ich einen richtig guten Teig. Ah, der sieht ja schon gut aus, nicht wahr, Maggie? Wer braucht schon einen Teig, wenn man einfach fertige Kuchen nehmen kann? Na, das ist doch nicht lecker. Was? Was hast du gesagt? Nein, 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 ich mache meine Kuchen selber. Oder um genauer zu sein, die Maschine macht sie für mich. Fertig. Jetzt teile ich den Teig in 5 gleiche Teile und gebe etwas Farbe hinzu. Ich ziehe meine speziellen Handschuhe an und knete den Teig durch. Oh ja, jetzt wird dieser Kuchen einzigartig sein. Ich bitte dich, mein Kuchen wird auch einzigartig sein. Vor allem mit Erdnussbutter. Die kommt auf den ersten Kuchen. Und dann auf den zweiten. Das wird sicher lecker schmecken. Und jetzt kommt noch etwas Erdnussbutter auf den dritten Kuchen. Das schmeckt richtig lecker. Ich liebe es. Maggie, was machst du denn da? Schau dir lieber meine selbstgemachte Marmelade an. Ach, dieses gesamte Glas kommt in den Kuchen. Wunderschön. Und jetzt kommt noch ein bisschen Teig obendrauf. So ein nettes kleines Gitter. Wunderbar. Riecht schon mal gut. Jetzt wird's Zeit, den Kuchen in den Ofen zu legen. Bleib mal hier liegen und die Oma macht ein Nickerchen. Meine Kuchen sind fertig. Jetzt kann ich die Torte zusammenbauen. Natürlich darf bei bunten Kuchen bunte Creme nicht fehlen. Und die Farbe stimmt wunderbar mit dem Kuchen überein. An den Seiten kommt auch noch Creme drauf. Jetzt streiche ich das alles mit einem speziellen Spachtel glatt. Och, diese Torte wird die Perfektion selbst sein. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt mache ich einen süßen Regenbogen. Den lege ich auf die Torte drauf. Und noch ein kleines Einhorn. Und an den Seiten klebe ich noch Wolken und Herzen an. Ich glaube, ich habe mich selbst übertroffen. Ah, das ist ja meine Uhr. Der Kuchen ist fertig. Ich hole ihn raus. Riecht super. Ich hoffe, Sophie wird das schmecken. Die Oma ist da. Oh Mann, alle haben so wunderschöne Torten und ich? Moment mal, ich habe eine Idee. Ich kipp einfach ein paar M&Ms drüber. Na also, gleich sieht's viel besser aus. Sophie, ich hoffe, es gefällt dir. Wow, so viele Torten. Womit soll ich anfangen? Ene, mene, miste. Mit der hier. Schmeckt irgendwie voll trocken. Da brauche ich eine Cola. Sorry, Maggie. Oh, das ist ja der Erdbeerkuchen von meiner Großmutter. Riecht toll.
Schmeckt wie immer wunderbar. Oma, ich liebe dich. Das sieht ja schick aus. Davon will ich sofort ein Stück probieren. Wow, schaut euch diese Regenbogenfarben an. Schmeckt richtig zart und lecker. Und das Einhorn ist köstlich. Wen soll ich denn auswählen? Natürlich die Torte des Chefkochs. Yeah, hab ich's doch gewusst. Diesmal wünsche ich mir Popcorn, wie im Kino. Wie bitte? Ach so, Popcorn. Ah, das kann ich machen. Oh nein, ich brauche dafür spezielle Körner. Und extra Folienvasen. Da kommen die Körner rein. Und natürlich ein bisschen Öl. Das Beste. Direkt auf die Körner. Und natürlich ein bisschen Lebensmittelfarbe. Die wird mein Popcorn nämlich einzigartig machen. Hier rein und hier rein und hier rein. Jetzt wird's Zeit für meinen Brenner. Passt auf, Körner. Es wird Zeit, dass ihr poppt. Ich glaube, das reicht. Mal sehen, was daraus geworden ist. Oh ja, rotes Popcorn. Was hältst du davon, Oma? Gefällt dir die Farbe? Na, wie du meinst. Ach, typisch Chefköche. Ich besorg mir meine Maiskörner selber. Fertig. Also, jetzt gebe ich noch ein bisschen Butter in die Pfanne. Wobei, schön viel davon. Der Mais kommt da rein. Noch ein bisschen Zucker, damit das Popcorn auch schön süß ist. Jetzt schließe ich den Deckel und warte ab. Oh, die Körner explodieren bereits. Na also. Riecht super. Jetzt wird's Zeit für meine geheime Zutat. Ich gebe ein paar Marshmallows auf die Bratpfanne. Und lass sie schmelzen. Und in diese Paste lege ich jetzt mein Popcorn. Alle schön umrühren. Und schon habe ich Popcornkugeln. Und zwar ganze 5 Stück davon. Also unser Popcorn kommt jetzt in eine Schüssel. Ach, was für ein Prachtexemplar. Oh, Sam, das sieht ja richtig lustig aus. Hey, lass das bloß. Oh, ihr seid wie die Kleinkinder. Gut, dass ich Popcorn habe, das sich ganz, ganz einfach zubereiten lässt. Einfach auf der Bratpfanne. Und es kostet mich gar keine Mühe. Ihr könnt was davon lernen. Wonach riecht das denn? Da explodiert doch gleich was. Was? Explodiert? Nein, bloß nicht das. In Deckung. Maggie, was hast du angerichtet? Ach, das war das Popcorn. Ich muss alles wegräumen. Ist hier noch was übrig? Was? Nur dieses eine Stückchen? Tut mir leid, Sophie. Heute bist du wohl auf Diät. Wow, so viel Popcorn. Wonach riecht das denn? Ih, was ist das? Dieses Ding ist ja verbrannt. Das werde ich sicher nicht essen. Oh, hier kommt richtiges Popcorn. Das schmeckt super. Vielen Dank, Oma. Und was ist das denn? Das ist ja eine Popcornkugel und die lässt sich in Stücke ziehen. Und schmeckt einfach herrlich. Ja, dieses Popcorn ist eindeutig das Beste. Ja, ich habe schon wieder gewonnen. In der nächsten Runde wünsche ich mir Pfannkuchen. Schafft ihr das? Wie bitte? Pfannkuchen? Wie macht man die denn? Oje, oje. Zeit, 2 Eier in die Milch zu geben. Ich weiß selber, was ich in meinen Teig gebe. Na, wie du meinst, Oma.
Und ein bisschen Mehl. Mein Teig wird durch diesen Teigmixer gemixt. Ich bin mir sicher, in dieser Runde werde ich mal wieder gewinnen. Freu dich nicht zu früh. Ich schaff das mit dem Schneebesen genauso gut wie du. Aha, ich muss also mit der Milch anfangen. Da kommt jetzt etwas Mehl rein. Und Eier. Ach, mit den Schalen. Jetzt alles gut zusammenmischen. Scheint gar nicht kompliziert zu sein. Dieser Teig sieht ja komisch aus. Muss ich noch mehr rühren? Jetzt kippe ich den Teig in die Pfanne. Das war's. Jetzt brauche ich ein bisschen Nutella. Die streiche ich auf meinen Pfannkuchen und lege einen weiteren Pfannkuchen drauf. Perfekt. Was? Was machst du denn da? Hier kommt noch ein bisschen Grün rein. Das war's. Fertig ist mein Set. Alle schön durchschütteln. So noch und so noch ein bisschen. Ha, Angeber, schau, was ich kann. Die Oma kann so einiges. Aber meinen bunten Teig kannst du nicht schlagen. Gleich mache ich nicht nur einen Pfannkuchen. Ich mache Sophies Porträt. Jetzt noch eine Kleinigkeit und fertig ist das Porträt. Was? Die sind schon fertig? Oh, ich habe nur diesen komischen Teig. Ich schütte ihn einfach auf die Pfanne. Es wird schon irgendwas. Na, Sophie, hast du Hunger? Es wird Zeit, dass du diese Pfannkuchen probierst. Lass mich in Ruhe. Ihr schon wieder. Wonach riecht es denn hier? Oh nein, mein schöner Pfannkuchen. Ich muss ihn umdrehen. Gleich kannst du was erleben. Was ist das denn für ein Geruch? Was hast du angerichtet, Maggie? Mein Pfannkuchen ist ein bisschen angebrannt. Wow, da habt ihr euch aber Mühe gegeben. Moment mal, wonach riecht das denn? Oh Mann, das ist ja Maggies Pfannkuchen. Den will ich noch nicht immer anschauen. Wow, bin ich das etwa? Oh, wie cool. Probieren wir mal. Wow, schmeckt einfach herrlich. Warte mal, das sind doch die Pfannkuchen von meiner Oma. Mit Schokolade innen drin. Die schmecken einfach perfekt. Oma, du bist einfach die Beste. Und dein Gericht hat gewonnen. Oh, vielen Dank, Sophie. Ich wusste doch, dass ich die beste Köchin bin.